Es war mal wieder soweit. Eine der größten deutschen Anime-Conventions öffnete in Kassel im berühmten Kongresspalais seine Pforten. Mit einem vielschichtigen Programm, tollen Ehrengästen und einer großen Anzahl von Ausstellern lockte die Konnichi nicht nur diese Tetris-Steine auf die Gänge und Seele des großartigen Gebäudekomplexes. Eines der großen Highlights für die Besucher dürfte wieder das Matsuri-Zelt gewesen sein, welches sogar im Vergleich zum letzten Jahr wieder gewachsen ist. Hier konnte man sich an allerlei Spiele versuchen, im Bällebad baden oder, naja, einfach nur essen. Ob der guten Jasmin der große Fang gelungen ist, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Zugegeben, ist wahrscheinlich auch nicht so wichtig und deswegen gucken wir einmal, was es noch so gab. Auf der großen Bühne gab es neben den Showgruppen, den Gesangsauftritten auch wieder die allseits beliebten Cosplay-Wettbewerbe. Allen voran der ECG und der WCS. Und man muss es wirklich jedes Jahr wieder aufs Neue sagen. Es ist großartig zu sehen, wie viel Mühe sich die Teilnehmer bei ihren Auftritten geben. Also wenn man die Zeit und die Möglichkeit dazu hat, sollte man sich auf jeden Fall mal so einen Wettbewerb angesehen haben. Und bevor wir jetzt gleich zu den Publishern kommen, könnt ihr hier nochmal ein wunderschönes Bild der Abschlussveranstaltung sehen. Inklusive der Organisatoren der Konnichi und der Ehrengäste. Es gab bei den deutschen Publishern wieder einiges zu entdecken, aber bevor wir uns dem widmen, gucken wir mal bei Nintendo vorbei. Genau hier schlug mein Videospielherz gleich 10-mal höher. Denn ich konnte neben Skyrim auf der Switch auch das erste Mal Hand an Super Mario Odyssey legen. Und Leute, es rockt verdammt hart. Dragon Ball Z Xenoverse 2 für die Switch gab es auch, aber dazu kommt demnächst noch ein extra Video, seid gespannt. Direkt gegenüber von Nintendo war dann KSM. Hier konnte man exklusiv außerhalb des Anime Planet Shops an die wunderbaren Future Packs kommen von unter anderem Noragami oder No Game No Life. Animoon setzte neben einen Aussteller der neuen Lizenz Usagi Drop, welches übrigens ab November im Handel erhältlich sein soll, voll auf Toradora. Und das mit einem großartigen Erfolg, die Serie wird super von den Fans angenommen. Bei dem Stand von Crunchyroll konnte man sich mit Postern eindecken oder sich fotografieren lassen. Peppermint Anime setzte wie schon auf der Animagic auf ihre kleine Einkaufspassage. Und bei Kasee stand ganz eindeutig der neue Manga Haikyuu im Fokus. Und hiermit endet auch schon mein kleiner Rundgang um die Konnichi 2017. Und wir sehen uns auf jeden Fall 2018 dort wieder.